Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Oh, Entschuldigung. Zu The Whispered World in der Special Edition. Ja, ich denke mal, wir versuchen mal mit Spot, weil wir haben, wie ihr seht, sonst nichts im Inventar, was wir benutzen können, mit den Mini-Spots vielleicht die Flasche darunter zu werfen. Ui, das wird doch nichts. Ich bin doch so schlecht im Zielen. Aber da ich keine bessere Idee habe, was soll's. Okay, und los geht's. Nanu, wer sagt's denn? Ich glaube, so langsam habe ich den Dreh raus. Wunderbar. So. Das wird ja da oben das Fenster gewesen sein. Dann ist das wohl da runtergefallen. Ah ja. Und dort ist das gute Ding. Oh je, außer den Scherben ist von meinem Destillat nichts mehr übrig. Was mache ich denn jetzt? Okay. Ich habe offenbar nichts, was ich der Kuh anbieten könnte. Aber sie sieht eigentlich auch ganz zufrieden aus mit dem, was sie hat. Kuh müsste man sein. Ich wollte eigentlich ja gucken. Ich habe sie... Ah ja, okay. Leerer Eimer? Ich habe offen... Aber sie... Ich glaube nicht, dass der Kuh das bekommen würde. Das ist mir doch eigentlich auch egal. Nein, das würde ja an Kannibalismus grenzen. Okay. Okay. Ja, ich habe gerade noch mal was kurz nachgeguckt. Sorry. Vielleicht. Ach so, Moment. Es ist in den Trog gefallen. Das heißt, die Kuh hat es vermutlich aufgenommen. Zum Melken bräuchte ich ein passendes Gefäß. Und viel wichtiger noch. Einen triftigen Grund. Naja, das Öl ist da drin, also irgendwie wird sie es wohl aufgenommen haben. Ich habe offenbar nichts, was ich der Kuh anbieten könnte. Aber sie sieht eigentlich auch ganz zufrieden aus mit dem, was sie hat. Hä? Die Idee scheint mir ein wenig absurd, aber solange ich keine bessere habe... Wir versuchen es mal, offenbar. Nanu, wer sagt's denn? Öl? Tatsache. Das habe ich mir redlich verdient. Selbst gepflückt, selbst gebrannt und selbst gemolken. Wann kann man sowas schon mal von sich behaupten? Vor allem bei Öl. Okay, dann auf wie nach oben und das Ganze dort reingeben. Schade, dass man nicht direkt nach oben klicken kann, sondern da nochmal einmal zwischen muss. Gut, also rein mit dem Öl in den Ölschacht. Was machst du denn da? Wonach sieht das denn aus? Ich fühle das Öl in den Einfühlstutzen. Aber doch nicht ohne den Trichter. Du verschüttest ja alles. Ach, jetzt mach aber mal halblang. Das Planetensystem ist ein hochpräzises Gerät. Man muss es mit äußerster Sorgfalt behandeln. Na gut, wenn es sein muss, ein Trichter. Ich bitte darum. Ja... Also brauchen wir noch einen Trichter. Der Typ hat doch ein Hörrohr. Wenn wir jetzt mal mit... Vielleicht gibt er uns das ja freiwillig. Ansonsten müssen wir mal ein bisschen probieren. Ah, da bist du ja wieder. Bist du vorangekommen? Offenbar... Ich habe noch Fragen wegen dieser Reparatur. Fragen? Was für Fragen denn? Hast du etwa nicht zugehört? Doch, doch. Aber es ist doch sehr viel Information auf einmal. Schon gut, schon gut. Wo genau drückt denn der Schuh? Wie lässt sich das Ding nur in Gang bringen? Ich weiß nicht. Okay. Ich versuche... Tu das. Na gut. Ich glaub, los! Ja. Was haben wir denn noch? Wir könnten mit dem Kuhfuß etwas auf der Kreide rumkratzen. Hey! Lass das! Wehe, du bringst meine Aufzeichnungen durcheinander. Das sind wichtige astronomische Erkenntnisse. Okay, das ist offenbar nicht der Trick, Kurbel. Hey, wie? Ja. Dann geht das auch hey, nicht, oder? Du, hör mal her. Das geht. Ah, lass das. Das ist ja grauenvoll. Ah. Nettes Hörrohr. Ja, nicht wahr? Ich habe den ganzen Nachmittag gebraucht, um es zu konstruieren. Und dann lag alles doch nur an der Unordnung in meinem Bücherregal. Naja. Sei's drum. Ich finde bestimmt noch einen anderen Verwendungszweck dafür. Vielleicht als Hut?
oder als Kaffeefilter. Also ich könnte das Hörrohr ganz gut gebrauchen. Tatsächlich? Heureka! Das war die Mühe ja doch nicht ganz umsonst. Du ahnst ja nicht, wie viel Gehirnschmalz in den optimalen Krümmungswinkel geflossen ist. Vom Ohrenschmalz mal ganz zu schweigen. Hier, nimm es ruhig. Irks. Okay, das nehmen wir. Und das packen wir dann in den Ölschacht. Und da packen wir dann das Öl rein. So, ich habe das Planetensystem geölt. Hervorragend! Jetzt brauchen wir nur noch die Kurbel. Die habe ich. Danke. Schön, dass das dann... Lieber nicht, wenn ich die Kurbel... das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Okay. Stand das nicht da oben drauf, welches sein muss? Na? Was ist das hier für eine Skizze? Das ist eine schematische Darstellung unseres Sonnensystems. Es zeigt die 5 Planeten. Avrius, Pornitus, Wernicus, Silens und Frobel. Welcher ist welcher? Man kann sie anhand ihrer Größe unterscheiden. Wie auch anhand ihrer Farbe, ihrer elementaren Zusammensetzung und ihrer Namen. Aber hier ist nur die Größe abgebildet. Das weiß doch jeder. Okay, dann müssen wir, glaube ich, weil elementare Zusammenstellung, das hört sich an wie das Elementensystem und das hing ja im Alchemielabor. Daher gehen wir nochmal dahin. Und schauen mal, dass wir uns das merken, denn dort ist das Periodensystem. Das sind die 5 Elemente. Von links nach rechts, Vernin, Afrium, Silentium, Pornitium und Phrom. Am besten kann man sie anhand ihrer Farben unterscheiden. Ja. Also brauchen wir lila, gelb. Nee. Ups, ich schreibe mir das gerade auf. Okay. Also wir müssen... Also da kann ich mich leicht tatsächlich noch dran erinnern, weil ich das mal gesehen habe. Wir nehmen uns mal so ein Lexikon. Hier ist ein Band über Astronomie. Mal sehen. Wernicus ist größer als Frobel, aber kleiner als Avrius. Der mittlere Planet heißt Pornitus. Er ist der größte der 5 Planeten. Von der Sonne aus werden die Planeten immer größer und nach Pornitus immer kleiner. Silens ist der 2. Planet im Sonnensystem, aber nicht der 2. kleinste. Frobel wird häufig vom 2. größten Planeten verdunkelt, der eine Position näher zur Sonne steht. Aha. So, dann müssten wir... Ich glaube, gelb auf die Stelle. Dann rot dorthin. Lila. Farbe und blau Silenz. Das könnte so hinhauen. Das funktioniert noch nicht. Die Planetensteine sind wohl noch nicht in der richtigen Reihenfolge. Vielleicht... muss das auch so.
Das war jetzt aus dem Gedächtnis gemacht übrigens. Also, sorry. Heureka! Du hast es geschafft! Unglaublich! Es hieß, nur der König selbst sei dazu in der Lage. Tja, in mir steckt offenbar mehr, als man auf den ersten Blick vermutet. Du bist auf jeden Fall ein bemerkenswerter junger Mann. Jetzt musst du nur noch das Wasser des Lebens zum König bringen. Das auch noch. Keine Zeit zum Rumjammern. Beeil dich, es ist fast geschafft. Ja. Spot. Oh. Wir nehmen ihn mal mit. Spot kann mir jetzt nicht mehr helfen. Will er den da liegen lassen? Haben wir denn Wasser? Nee, ne? Oh nein! Ich wusste es! Es beginnt! Komm her! Sie selbst! Was ist das? Die Welten kollidieren! Ja, die Zeit ist gekommen. Diese Welt wird nun zugrunde gehen. Nein, das kann nicht sein. Ich habe nichts falsch gemacht. Ah, Sadwick. Du hast getan, was du tun musstest. Du hast das Ende eingeleitet. Endlich hat sich deine Bestimmung erfüllt. Das ist nicht fair. Ich habe doch alles richtig gemacht. Du törichter Unglücksrabe. Das Ding hat recht. Ich wusste, dass es ein Fehler war, dich am Planetensystem rumspielen zu lassen. Aber... Jetzt steh da nicht so rum. Tu etwas. Sonst ist alles verloren. Okay. Trödel nicht rum. Tu irgendwas. Ja. Stopp! Was tust du denn jetzt schon wieder? Nimm das Wasser des Lebens und bring es zum König! Beeil dich, es ist fast geschafft! Ja, aber wo... Der König ist doch da oben! Stopp! Was du... Nimm das Wasser des... Beeil... Das hab ich doch... Ich kann jetzt doch nicht einfach abhauen! Die Welten kollidieren! Mit ihm reden? Vielleicht? Ah, Sadwick! Endlich wirst du deine Bestimmung erfüllen. Hör auf, du machst alles kaputt. Warum tust du das? Wer bist du? Verschwinde wieder. Ich habe das doch nicht gewollt. Ich werde dich aufhalten. Hör auf, du machst alles kaputt. So ist es, Sadwick. Diese Welt ist bald nur noch eine Erinnerung. Du warst es, der mich gerufen hat. Du kannst es nicht mehr aufhalten. Warum tust du das? Es ist der Lauf der Dinge. Diese Welt ist nur dazu da, um durch deine Hand zerstört zu werden. Und nun ist es endlich soweit. Was? Wer bist du? Wer bist du? Ich bin das, was dich auf der anderen Seite erwartet. Erfülle dein Schicksal. Zerstöre diese Welt. Dann wirst du endlich bei mir sein. Verschwinde wieder, ich habe das doch nicht gewollt. Verschwinde wieder, ich habe das doch nicht gewollt. Horche in dich hinein. Diese Welt ist nichts für dich. Du bist für mehr bestimmt. Darum muss diese Welt zerstört werden. Ich werde dich aufhalten. Ich werde dich aufhalten. Das ist zwecklos, Sadwick. Wehre dich nicht dagegen. Okay. Das war nicht so ganz das, was wir wollten, glaube ich. Trödel, tu es. Ja, aber was soll ich denn tun? Was tust du? Nimm dich, beeil. Der König ist doch da hinten.
Können wir da wieder dran drehen oder so? Wir versuchen es mal. Irgendwas müssen wir jetzt tun. Nicht nötig. Das Planetensystem dreht sich bereits. Oder können wir... Wir können auch keinen der Steine nehmen. Das Wasser in den Trichter vielleicht? Was tust du denn jetzt schon wieder? Ich befülle den Öltank. Und womit, wenn ich fragen darf? Na ja, mit Wasser. Nein. Nein, klar. Zahnräder vielleicht da? Ich muss diesen Mechanismus irgendwie stoppen. Vielleicht kann ich es aufhalten, indem ich irgendwas dazwischen klemme. Nein, ich schaffe es nicht. Ich bräuchte schon ein besseres Werkzeug. Oh, und dein Ernst? Du willst Bestimmung? Hier hast du Bestimmung. Wieso? Ich habe es gestoppt. Oder nicht? Was war das? Was geschieht hier? Du unglückseliger Narr! Wieso? Was ist denn los? Und was ist mit dem Licht passiert? Du hast das Planetensystem angehalten. Die Zeit steht still. Ist das schlimm? Du machst dir ja keine Vorstellungen. Okay. Nicht gut. Was für? Ist es jetzt vorbei? Vorbei? Ach, nichts wird jemals wieder vorbei sein. Du hast das Gefüge von Raum und Zeit angehalten. Alles steht still. Was? Wie ist das möglich? Ach, Sedgwick, was hast du nur getan? Ich habe das Ende abgewendet, oder etwa nicht? Ich habe das Ende abgewendet. Oder etwa nicht? Doch. Das hast du. Irgendwie. Aber das hier ist schlimmer. Wie kann irgendetwas schlimmer sein als der Weltuntergang? Wenn alles für ewig gleich bleibt. Das ist das größte Leid, was man sich vorstellen kann. Jetzt hat die Stunde der Askir geschlagen. Was waren das für Schatten vom Fenster? Was waren das für Schatten vom Fenster? Das waren mit Sicherheit die Askir. Corona ist ihnen jetzt schutzlos ausgeliefert. Was hätte ich denn tun sollen? Was ist mit dem Brunnen passiert? Diese blaue Gestalt, es war dieselbe, wie in meinen Visionen zuvor mit mir gesprochen hat. Du bist ein äußerst merkwürdiger Junge. Selbst jetzt, wo alles stillsteht, gibst du mir noch Rätsel auf. Was ist bloß deine Bedeutung in dieser Welt? Na was schon? Ich bin der, der immer alles kaputt macht. Ich glaube nicht, dass das schon alles ist. Du meinst, es wird noch schlimmer? Kann sein. Kann aber auch nicht sein. Nur eins ist klar. Du hast bereits großes Unheil über diese Welt gebracht. Danke. Du bist auch ganz okay. Was hätte ich denn tun sollen? Was ist mit dem Brunnen passiert? Ich glaube, Spot ist in den Brunnen gefallen. Dann ist er verloren. Der Abfluss des Brunnens führt nach draußen ins Nichts. Es tut mir leid, Sedgwick. Was ist mit dem Brunnen passiert? Was ist mit dem Brunnen passiert? Was denkst du? Das Wasser des Lebens ist versiegt. Diese schwarze Brühe ist nichts weiter als konzentrierter Stillstand. Was hätte ich denn tun sollen? Ich weiß es auch nicht. Ich hätte dich niemals an das Planetensystem lassen dürfen. Aber nun ist es zu spät. Alles ist verloren. Sobald die Zeit weiterläuft, wird die Welt untergehen. Allein der König könnte da, aber die Tür zu seinem Quartier wird wohl für ewig geschlossen bleiben. Bis später. Später? Ha, die Welt steht still, Sedgwick. Es gibt kein Später mehr. Nie wieder. Dann gehen wir mal gucken, was es denn unten Schönes gibt für uns. Wir haben ja eh nichts mehr zu tun. Jetzt, wo wir alles kaputt gemacht haben. Ah, Corona! Das prunkvolle Schloss Ihrer königlichen Majestät. Und keine Menschenseele da, um uns aufzuhalten. Alles steht still.
Es geht doch nichts über den Geschmack stehender Luft. Komm mit, Gorny. Ich will meinen Thron beziehen. Ja, aber wie das genau weitergeht, das sehen wir uns beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr das ist, dann lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei The Whispered World in der Special Edition. Bis dahin, tschüss!